Hallo, wir wollen mal weitermachen wieder, ne? Ich weiß nicht, Kane ist gut, aber irgendwie komme ich nicht mit dem Ball. Ich probier's nochmal. Komm, letztes Mal, dass ich jetzt mit Kane probiere. Wenn ich jetzt erstmal nicht mit dem gewinne, dann werde ich ihn erstmal ein bisschen vernachlässigen. Ich meine, wir waren ja mal so weit, aber dann haben wir mal verloren. Irgendwie so durch Pech einfach. Oder weil ich mir irgendwie ein Item geholt habe, was mir einfach, ja, sozusagen, was mir Pech gebracht hat. Ich meine, ich denke einmal an Lord of Pit. Also, das war zwar ein gutes Item, ich wollte es ja mal zeigen, aber. Ich hätte sich. Oh, schon wieder Pech. Ich nehme es gar nicht mit. Ich nehme es gar nicht erst mit. Warum soll ich es mitnehmen? Obwohl, eigentlich kann man es mitnehmen, wenn ich gleich noch irgendwie ein Herz irgendwo so rumliegen sehe. Aber ich benutze es definitiv nicht. Den Run kann man eigentlich schon wieder in die Tonne kloppen, ey. So, definitiv. Ich hasse das Teil. Ich hasse es einfach. Judgment. Ah, er hier. Genau. Schaffen wir eh nicht, ihm viel zu geben. Es sei denn, wir kriegen gleich noch irgendwie den geheimen Raum oder so raus. Oder ist. Guck, wie gut der Run wird, dann sonst brechen gleich mal frühzeitig ab, weil ich sehe es nämlich jetzt schon wieder kommen, dass wir wieder nicht gewinnen können. Und das wäre ja eigentlich Schwachsinn. Ich gucke euch schon wieder ein La Video an, was zu ziemlich lang geht, wo ich nicht gewinne. Ist ja auch langweilig. Auch langweilig. Und heute will meine Stimme wieder mal nicht. Naja, krank werden, das ist scheiße. Ich sag's euch. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden oder so. Wenn wir jetzt keine Bombe finden oder so. Na gut. Ich probier mal was. Okay, man kann sich selber damit umbringen. Das wollte ich wissen. Dieser Run war echt nicht schön. Also, ich sehe es mir schon ein. Ich bring's jetzt auch mal so, ganz ehrlich. Wenn ich im ersten Raum oder auf jeden Fall im ersten Raum nichts finde, was sich wirklich lohnt, jetzt wirklich Schwachsinn ist, dann werde ich mal den Run nochmal abbrechen. Dann werde ich mal neu machen. Weil das Ding, das war ja einfach mal komplett Arschkarte, ey. Das war voll Beleidigung. Komm, 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 komm. Stirb, 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 stirb. Hüpfer. Immer diese Hopper, ey. Komm, komm, komm. Tot. Das ist besser. Seht ihr? So muss es anfangen. Das war mir jetzt auch egal. Könnt ihr mehr meckern mit mir, aber ich wollte es einmal mal machen. Ich hätte keinen Bock mehr. Also, immer dieses Verlieren. Ich möchte auch mal langsam mal das Game hier mal wirklich wieder beenden mit dem Kane, damit ich nämlich wieder Judas spielen kann. Weil mittlerweile, Judas ist mein Lieblingscharakter. Erzähl erst mal Jesus. Das hatte Mr. Teetrinker gesagt. Der sich übrigens auch Mr. Teetrinker jetzt genannt hat. Finde ich lustig. Hier ist auch ein Ort, wo es sein könnte. Oder? Könnte hier noch was anderes sein? Nee, das ist wirklich nur ein Ort, wo der Geheimraum sein kann. Aber hier können wir auch hin. Ah, da haben wir keinen Schlüssel für das nächste Level. Okay, wir behalten das, glaube ich, immer mal. Es sei denn, es ist jetzt eine Bombe. Da ist noch eine Truhe, okay. Komm, scheiß drauf. Die Chance ist groß, dass ein Schlüssel drin ist. Ah, sag ich doch. Oder sogar zwei. Oh. Bitte geheimer Raum, bitte geheimer Raum, bitte geheimer Raum. Ah, schön. Sorry, da musste ich damit laut werden. Spider-Bite! Ah, oh, win! Win! Oh! Hat sich doch gelohnt! Als ich nochmal neu gesteuert habe. Spider-Bite, beste Item ever, meiner Meinung nach. Beste Item ever. Gibt kein schöneres Item für mich. Nehmt vielleicht Chocolate Milk plus Triple Shot. Aber das ist ja wohl wirklich irgendwo auch klar. Triple Shot plus Chocolate Milk ist einfach mal episch. Aber, oh, Spider-Bite, oh, ich liebe das Teil. Hatte ich auch letztens mit Mr. Teetrinker so eine Diskussion drüber gehabt. Er mag das Teil auch, aber er mag zum Beispiel das Vampir-Ding nicht. Das finde ich zum Beispiel schon ziemlich geil, also wenn ich jetzt zum Beispiel Kane spiele oder so. Mit dem hat es schon Vorteile. Natürlich hat es einen Nachteil, man kann die Dinger sich nicht aufverwahren. Also so, das wäre schon ziemlich gut, wenn man sie sich aufsparen könnte. Tot bist du. Und Penta, oh, so muss es angehen, ey, so muss es anfangen. Warum kannst du nicht immer so anfangen, ey? Ganz ehrlich. So müssen alle anfangen. Alle Runs. Jetzt fehlt mir nur noch Dings. Homing Shot, dann wäre alles, was ich haben wollte. Mom's Pill Bottle. Das bringt auch was. Pills hier. Health up. Oh, schön. Geht auch Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Ich könnte mich gleich auch irgendwie so Bad Trap oder sowas kriegen. Glubschis! Glubschi, 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 glubschi. Gut.
Dort. Und der hat sich gerade irgendwie selber kaputt gemacht, wie auch immer. Der hat sich, glaube ich, wahrscheinlich nicht gegen die Wand gepatscht. Lustig. Noch mehr Glubschieß. Mr. Tetringer, da war mal der Beweis, die können sich auch selber kaputt machen. Wir brauchen mal einen Range-Up oder so. Damage-Up haben wir jetzt richtig schön gekriegt. Aber Range-Up wäre natürlich nicht schlecht. Oh, aber so muss es anfangen, ey. Mums Heals wären gut. Die gehen nämlich zwei Range-Up. Haben wir nämlich letztes Mal uns überhalten. Also, so, wir haben uns mal nachgeguckt, was bringt. Oh, das wäre richtig geil. Und Envy, hallo Envy! Wir slowen die erstmal gleich schön, wenn wir dich treffen, natürlich. Deswegen sage ich auch, wir brauchen Range-Up. Ich würde sagen, mal auf den Gesloten drauf. Ich habe nichts gegen Envy. Dann kann man schnell ein paar kaputt machen. Vor allem, wenn man nur die kleinen Dinger noch zuschocken muss. Ja, das ist schon ziemlich stark jetzt. Ich glaube, wir haben diesmal sogar die richtige Chance gegen Mom, aber wir müssen wirklich aufpassen, dass wir natürlich nicht auf die Fresse kriegen oder so. Es kann natürlich nur passieren, dass wir so richtig schön auf die Fresse kriegen oder so. Aber wenn wir aufpassen, dann können wir es schaffen. Wir brauchen aber wirklich erstmal einen Tears-Up und einen Range-Up. Hm, Mini-Mushroom wäre auch gut. Aber das wird ja nochmal im Wunsch denken. Wahrscheinlich kriegen wir es wohl eher nicht, aber wenn ich es kriege, dann würde ich mich freuen. Und kommen wir nicht dran. Probieren wir erstmal was. Ich habe eher ein ungutes Gefühl. Nee, probieren wir es woanders erstmal. Probieren wir es mal da hinten. Ich habe eher hier das Gefühl, hier könnte der geheime Raum sein. Wenn wir den geheimen Raum finden, da wäre Geld drin, dann können wir richtig schön Shot erstmal abgreifen. Da ist es nicht. Dann gucken wir mal in einen anderen Raum. Wenn es da nicht ist, dann haben wir Pech gehabt. Dann brauchen wir noch eine Bombe. Und dann müssen wir gucken, wo es noch sein könnte, aber. Ah, schön. Slot Machine. Hätte ich in Luft sprengen können. Nein, dann habe ich meine ganzen Bomben nicht mehr. Aber wenn ich Kamikaze wirklich nochmal als allererstes einem kriege, dann werde ich definitiv nochmal neu starten. Also, da ist es mir scheißegal, weil Kamikaze ist wirklich das größte, ist ja wirklich der größte Scheiß. Ich hasse dieses Item. Kein Mensch benutzt das und es ist immer useless. It's all useless. Ich hätte hier Bomben benutzen können, ah, toll. Ah, du schon wieder. Famine. Der Hungertod. Oh, die shotten würde auch schon two-shotten. Ja, du bist geslowt, ganz schön. Hey. 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 Ich glaube, wir gehen gleich noch in den Arcade mal rein. Hey. Könnten wir unser Herz noch ein bisschen eintauschen. Naja, doch nicht mehr, komm, lohnt sich nicht mehr. Cube of Meat, nimm mit. Get in my belly. Und in die Caves. Dann in die Caves. Wow. Machbar. Machbar. Wir brauchen aber Range Up, ey. Wir brauchen wirklich Range Up. Wobei ich mich jetzt über einen zweiten Cube of Me natürlich auch noch freuen würde. Und gucken wir mal. Hilft's hier? Oh no! Die machen wir jetzt auch schon Two-Shot. Das ist nicht schlecht. Chocolate Milk wäre auch noch gut. Du schon wieder. Die Knights, so heißen sie ja offiziell. Wenn sie geslowt sind, können sie nichts machen, ey. Oh, ist so geil. Erstmal die Kelle slowen und dann einfach downhauen, ey. So muss es gehen. Genau so muss das gehen. Wir brauchen einen Schlüssel, wir brauchen ein bisschen Geld noch. Aber ich muss sagen, wir brauchen erstmal einen Schlüssel. Okay, ein Cent noch und dann brauchen wir noch Schlüssel. Wir brauchen sogar drei Schlüssel. Ohne ein bisschen Geld, aber erstmal drei Schlüssel kriegen. Und oh, Relict. Oh. Oder Relic. Jetzt kriegen wir alle vier Räume. Ich glaube alle vier Räume, war das ein Soul Heart. So muss das gehen, ey. Das könnte sogar ein recht erfolgreicher Run werden, weil man jetzt einfach mal Glück hatte. Beziehungsweise weil ich einfach mal neu gestartet habe, weil ich habe Kamikaze echt keinen Bock auf dieses Item. Ich hab nämlich schon mal einen Run versaut. Hatten wir, glaube ich, schon mal gehabt. Habe ich schon mal sogar auf Kamera.
Stimmt, du Scheißvieh. So, tot. Spider-Bite, komm, slow mal. Bombe. Ja, gut. Und haben wir auch mal gebrochen. Und hier ist der Dings, kommen wir nicht rein, wenn wir kein Leben gleich kriegen oder so. Pillball, das wäre auch ready. Kriegen wir was aus. Bombe. Pills hier. Full health. Oh, hat sich doch gelohnt. Ah, schön. Jetzt verstehe ich, warum Mums Pillbottle einfach so geil ist. Hat Mr. T-Trinker auch gesagt. Ich nenne mal Mr. T-Trinker mittlerweile. Mittlerweile gefällt mir das, glaube ich, sogar. Was wollt ihr machen? Komm hier, Kane. Kane kloppt euch um. Ob die eigentlich auch ein bisschen langsamer dann kommen, das wäre auch mal interessant. Ah, natürlich laufe ich rein. Und wenn sie die ganze Zeit nicht von diesen Dingern, die nur in vier Dinger explodieren sein können. Das wäre viel einfacher, aber ich hasse diese Dinger hier. Und sogar zwei Schlüssel gekriegt. Schön. Wir können sozusagen jetzt die eine Truhe aufmachen, aber ich weiß nicht, ob wir die aufmachen wollen. Aber erstmal gucken wir in den Shop rein. Book of Revelations ist das, glaube ich, oder? Naja, es lohnt sich nicht. Und die Tarotkarte? The Moon! Oh, schön! Schön! Und das Herz können wir uns auch kaufen, komm, das ist nicht so teuer. The Moon müssen wir gleich erst, wir gehen mal ganz hier nach unten noch. Lass mal die hier kaputt machen. So, da haben wir nämlich einen Solar erstmal gekriegt. Und jetzt benutzen wir The Moon und wir kommen in den Geheimraum rein. Und wir haben wieder so viel Geld, dass wir das kaufen können. Aber Book of Revelations will ich mir noch nicht kaufen, weil ich hab's halt mal lieber, dass ich mir halt die Pillbottle. Das ist halt schon ein ziemlich starkes Teil. Komm, wir machen's auf. Komm, scheiß drauf. Wir kriegen bestimmt noch einen Schlüssel. Wenn wir keinen Schlüssel kriegen, dann haben wir Pech gehabt. Und Set Onion. Oh, Tears up. Oh, oh. Guck mal, wer jetzt heult. So muss das gehen. So muss es gehen, finde ich. Ganz ehrlich. Und ich muss was trinken eben. Oh. Schaff. Okay, sollen wir schaffen. Sollte machbar sein. Guck, was da ist. Oh, The Rock! Und ich bin fast in die Trollbomben reingelaufen, ey. Die heißen übrigens offiziell wirklich Trollbomben. Jetzt machen wir noch mehr Schaden, ey. Haha. Kann Sharp auch nichts mehr machen, groß gegen. Oh, da lauf ich natürlich nur rein, ey, so schön. Codehanger, schön. Es geht nämlich Double Tears ab. Gucken, was der Teufel bei uns hat. Zu teuer, würde ich sagen. Selbst Book of Belial finde ich zu teuer. Da habe ich lieber die Pillball, also. Ganz ehrlich. Ist mir lieber. So einen teuren Handel gehe ich leider nicht ein. Sorry, Teufel. Sorry, Teufel, yo. Ich entschuldige mich beim Teufel. Richtig. Ich spiele nicht Judas, ne? Muss ich mal dran denken, ey. Ich spiele nicht Judas. Oh, die Schnellen, die sind böse. Vor allem, wenn man Maggie oder sowas hat. Das wäre natürlich die böse. Aber jetzt haben wir ja Kane. Kane ist ja ein bisschen schneller. Geht, nicht mal getroffen worden. Oh, Pillbottle ist gleich ready. Boah, sind wir gerade noch rausgekommen, ey. Hammerhart. Pillbottle ready. Pills hier, full health. Behalten wir mal. Und hier haben wir einen Schlüsselraum, also einen Raum. Kommen wir noch nicht rein, aber kriegen wir gleich bestimmt noch. Relic gibt es wieder ein Solar, schön. Oh, das ist ein roter. Ja, mit diesem Setup haben wir wirklich eine Chance gegen Mama. Pills hier.
Speed up. Schön. Wir brauchen aber jetzt einen ganz dringend irgendwie einen Schlüssel. Ich kämpfe jetzt einmal hier komplett durch. Ach, Charger. Oder Maden. Also bei denen passt aber der offizielle Name irgendwo Charger. Das passt ja, weil die chargen ja ran. Das ist ja lustig. Schlüssel. Genau das, was ich haben wollte. Gehen wir mal zurück. Gucken mit meiner Mauer mal nach. Gucken, vielleicht kriegen wir was Schönes. Und dann sehe ich es jetzt kommen, dann kriegen wir wieder sowas, irgendwie so ein Scheiß. Kamikaze oder sowas. Och, Minimash. Oh, richtig geil. Speed up und Range up. So war's. Sowieso, so muss es sein, ey. Wie viel Range haben wir? Na, dreiviertel Raum. So muss das sein, ey. So muss ein Run anfangen. So muss ein Run gehen. Pilz hier. Explosive Diarrhea. Das können wir mitnehmen, oder? Nee, komm, das behalten wir mal lieber nicht. Wenn ich keinen Schlüssel finde für den geheimen Raum, für den Itemraum, dann gehen wir einfach mal in die Arcade rein. Wenn man eine Arcade hat, dann soll man sie auch ausnutzen, nicht? Ganz ehrlich. Und gut. Das ist mir das wert. Ja, wenn wir nämlich ausprobieren, ob wir da was finden. Kein geheimen Raum. The Lovers. Ups. Ah, verdammt! Bin ich doof. So, The Lovers benutzt. Dann können, nämlich hier, liegen nämlich hier drei Herzen. Die können wir gleich auch abholen. Nehmen wir mal in die Kate rein und tauschen wir erstmal unsere Herzen aus. Und zwar drei Stück. Zwei. Und drei Herzen. So kann man sich Geld verdienen. Ich könnte jetzt noch Full Health benutzen, aber. Nee, sehe ich nicht ein. Ist einfach zu mächtig, Full Health. Ich meine. Bist im Bossraum, bist fast tot, du hast jetzt einmal irgendwie einen richtig fiesen Gegner, ich meine jetzt mal Schach oder so. Oh, das kann ich gebrauchen. Bitte, 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 bitte. Schön, danke. Für das nächste Level schon. Warte mal. Komm, scheiß auf den geheimen Raum. Wo muss das jetzt hier? Guck mal, was drin ist. Zwei Soul Hearts, das ist schön. Gehen wir jetzt mal den Shop suchen. Noch ein Soul Heart. Nochmal Explosive Diarrhea. Probieren wir was, probieren wir was. Hätte sein können. Dass er direkt neben uns ist. Der geheime Raum. Kann man ja damit auch checken. Ist dieselbe Bombe, ist dieselbe Scheiß eigentlich. Und Vampire. Sparkle, Sparkle, ne? Und noch einen Schlüssel gekriegt. Schön. Wir haben richtig viele Schlüssel mittlerweile jetzt. So gehört es jetzt auch eigentlich. Pillball ist ready für mich drauf. Health up. Oh, ich wollte Health up benutzen. Oh. Leider gibt es das nicht live up direkt sofort. Das heißt, wir müssen immer wieder einen Dings finden. Leben. Das heißt, wir kommen doch jetzt noch nicht. Ah, jetzt kommen wir doch rein. Warum kommen wir jetzt da rein? Bug? Okay. Das war gerade ein Bug, glaube ich. Ja, genau wie so. Ich habe mittlerweile irgendwie so ganz komische Bugs ab und an mal. Die aber positiv sind. Das war jetzt ein positiver Bug. Sonst wäre ich nicht mehr reingekommen. Vielleicht doch, aber irgendwo auch nicht. Hero Font, definitiv. Boah, haben wir jetzt viele Soul Hearts. Oh, ey, hammerhart. Das ist Virus. Nehmen wir mit. Right Rage. Ah, Speed und Range Up. Ganzer Raum. Fast. Nehmen wir mit. Guck mal, was das bringt hier. Beforschen. Wieder forschen. Nein.
Wollen wir nicht mitnehmen. Weil das letzte war jetzt ein bisschen useless, aber sonst haben wir richtig schön viele Sachen gekriegt. Gucken wir mal hier, ob hier der Geheimraum ist. Glück. Hab ich Glück. Oh, hab ich Glück. Oh, hab ich Glück jetzt, ey. Ich sag's euch, das hat alles damit zu tun, dass ich nochmal neu gestartet habe. Alles. Hätte ich es nämlich nicht gemacht, hätte ich nicht so schöne Items bekommen. Könnte ich jetzt auch nochmal zurückgehen, aber ganz ehrlich, komm, scheiß drauf. Wir hauen jetzt hier den Boss um. Gertie! Dich haben wir ja schon mal umgehauen. Um den in der Ecke kümmern, müssen wir uns gar nicht kümmern eigentlich. Einfach nur drauffeuern auf Gertie. Ist so schnell kaputt. Das Ding um echt kümmern wir uns als allerletztes, würde ich mal sagen. So, fertig, Gertie. Zwar wo ich jetzt getroffen, aber scheiß drauf. Und Dinner. Oh, schön. Schön. Guck mal unser Leben jetzt an. Oh, und wir haben so viel Schaden. Das war ein Cheap Shot. Das war echt ein Cheap Shot. Oh, Relic hat sich den jetzt abgegeben. Einfach die Dinger outrangen, das ist so easy. Book of Shadows? Nein, Mom's Pill Bottle ist einfach mal ziemlich mächtig. Jetzt brauchen wir noch PHD eigentlich, weil es kann ja passieren, dass wir noch eine negative Pille kriegen, aber die Chance ist verringert, weil sein Lucky Horseshoe. Lucky Foot meine ich, nicht Lucky Horseshoe. Ich sag mal Lucky Horseshoe. Oh, und da haben wir noch Schaden gekriegt. Na gut, wir haben aber wieder eine Soul Hardware zurückgekriegt. War nicht schlecht. Full Health, nochmal. Zweimal, okay. Schade, dass wir die Dinger nicht verkaufen können, das ist ja geil. Und Geld. Hier schon wieder. Oh nein, 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 nicht diese Gegner. Die werde ich irgendwann immer getroffen in solchen Räumen. Weil diese Gegner hasse ich einfach mal. Wie die Pest. Die, glaube ich, mittlerweile alle wisst. Und ich würde mal freuen, wenn ich jetzt nochmal den Loki kämpfen würde. Hat nämlich Mr. Tetring auch gesagt. Den habe ich immer noch nicht gekämpft. Das ist schade. Das ist lustig, hat er gesagt. Mit Chariot, nehmen wir Chariot mal mit. Gehen wir mal hier rein, machen wir mal einfach mal. Naja, lohnt sich nicht. Oh ne, komm, nehmen wir lieber Pilz mit. Das ist besser. Ich mag die Pilz irgendwo. Ich würde mich aber freuen über eine Batterie oder so. Das wäre ziemlich geil. Mal Pilz kriegen mit einer Batterie? Oh, so Hammer. Tot. Tot bist du. Temperance, was macht das nochmal? Ach, spawnt die Dinger. Das Ding hier. Theoretisch, komm. Holen wir uns Geld. Wir brauchen Geld. Wir wollen gucken, ob wir noch eine Batterie kriegen. Und jetzt benutzen wir, was wohl? Full Health. Dann gehen wir zurück und holen uns die Pille wieder. Wohl, Moment. Fertig. Jetzt holen wir uns die Pille wieder. Ha. So kann man sich Geld holen, ne? Und trotzdem noch Full Health Pille haben, ey. Hammerhart. Richtig hammerhart. Pills hier, Full Health. Mal mitnehmen, definitiv. Greed, natürlich. In the Depths One, ist so klar. Wenn man dich mal nicht braucht, du Drecksack, dann kommst du natürlich, ist so klar. Du willst erstmal meinen Schlüssel wieder geben, du Drecksack. Wenn ihr sagt, was ihr wollt, das ist ein Drecksack. Natürlich laufe ich rein. Natürlich macht der Einherzschaden.
glaube, die dicken Dinger, also die Champions machen einfach ein bisschen mehr Schaden. Das ist halt wie bei anderen Games, wo halt Champion-Charaktere halt so ein bisschen mehr Schaden machen. Tot bist du, komm. Schön, danke. Pillbottle, Fragezeichen. Bitte was. Ah, oh, ich wollte mitnehmen. Bitte was Positives. Range up, schön. Wie viel Range haben wir jetzt? Naja. Boah, das ist ein böser Raum. Da kann man. Ja, genau. Ist der immer wie ein Soulheart-Fahren, der Drecksack? Der hat einfach mal seinen Kopf verloren. Ey, Kollege, nicht den Kopf verlieren! Haha! Wollte schon immer mal sagen. Nicht den Kopf verlieren, jo, es passt. Kaputt. Er wird ihm gleich den Kopf verlieren. Weil es einfach mal passt, deswegen. Lohnt sich nicht für eine Bombe zu wasten. Warte mal, wir wollen noch ein bisschen zurückgehen. Wir können Mums Pillball vielleicht nochmal voll kriegen. Vielleicht. Wenn ja, wäre ziemlich gut. Entschuldigung, noch was trinken. Gut. Mmh, wir haben hier ein Herz. Da haben wir ein halbes. Gehen wir mal eben 1,5 Herzen abgeben. Ja, gut. Das Ding jagen wir gleich noch in die Luft. Komm, das jagen wir noch in die Luft. Kriegen wir nämlich gleichzeitig auch noch ein links da eine Bombe wieder. Plus noch ein Cent. Naja, so macht man das, ne? Guck mal, ob hier der geheime Raum ist. Nein. Natürlich. Wer hier ist. Nein, okay, Krip finden wir nicht mehr. Nö, egal. Geschafft. Ja, okay. Und zwei Schlüssel für nächste Level. Direkt gut. Oh, ich wollte zurück. Wir müssen da hin. Dieser Run könnte echt richtig erfolgreich werden. Gucken, ob wir es schaffen. Natürlich können wir es auch komplett failen. Das wäre natürlich auch nicht so schön. Aber es könnte passieren, dass wir es auch nicht schaffen. Dass wir nicht failen. Monstro 2. Ja, gut. Den Kerl mag ich überhaupt nicht, wie der mittlerweile missen müsste, weil er auch letztes Mal richtig schön auf die Fresse gekloppt. Aber wenn wir die ganze Zeit Dauer slowen, dann müssten wir es eigentlich schaffen. Wenn er noch nicht geslowed ist und dann jumpt er nämlich. Nee, er jumpt doch hoch. Aber noch, er jumpt nicht so weit. Komm, gib auf. Kackmonstro. Deswegen kämpfe ich nicht ungern immer Monster 2, weil der einfach mal dauerhaft diese Scheiße macht, ey. Komm, geh kaputt, bist tot. Grab. Half ab und gucken wir mal, ob wir was hier kriegen. Gucken wir, was wir für eine Pille kriegen. Full Health. Da lohnt sich nichts für zu kaufen. Wobei es eine Range und Damage abgibt. Also der Contract. Aber dafür zwei Herzen aufgeben? Nein, ich glaube nicht, Tim. Und geht's gleich direkt zum Arm? Natürlich noch nicht. Wir wollen erstmal hier durchfallen. Noch sind das ja die Leichengegner. Wie ich finde. Puh, Larry Jr. Hallo Larry Jr. Bye Larry Jr. Das war wie ein Cheapshot, ey, komm ganz ehrlich. Leute, oder nicht? Wenn die einfach nochmal abschießen, wobei sie schon längst tot sind, also die Gegner, ist gemein. Mit Cheap Shot meine ich halt so ein.
Wenn man jetzt an WoW denken würde, das hieß fieser Trigger-Skill, aber ich zock das ja nicht. Not really. Nee, eigentlich gar nicht. Mitnehmen. Instant mitnehmen. Mitnehmen. Wir müssen sowieso jetzt alles kaufen. Speed up. Und Bombe. Genau. Schade, hätte ja was sein können. Hätte. Ja, das haben wir gesagt. Hätte. Überleg einmal. Hab schon mal irgendwo gehört. Bombe, gut, benutzen wir sofort. Kriegen zwei Bomben wieder raus. Ja, so geht das. Teleport, nein, definitiv nicht. Was soll ich mit dem Scheiß, ganz ehrlich? Ich hab Pillbottle, hallo? Leider keine Batterie, aber Pillbottle, hallo? Gibt nichts Geileres, würde ich mal sagen. Und diese Dinger, egal welche, ich glaube, die machen alle immer einen Schaden. Das ist nicht schön. Da fall ich ungern gegen. Nickel. Können wir nicht viel mehr machen, aber momentan. Warum nicht? Komm. Oh, natürlich habe ich noch einen. Ja, haben wir wieder gekriegt. Solo haben wir wieder. Oh, Pillbottle. Explosive Diarrhea. Komm, benutzen wir mal. Da ist kein geheimer Raum. Das wurde gerade definitiv 100%ig festgestellt. Gucken wir mal, was hier ist. Wir können ja noch mal einen Bettler finden. Wenn wir noch einen Bettler finden, das wäre ziemlich geil. Einfach mal durchgeballert, ey. Hammerhart. Pillbottle ist auch gleich schon wieder ready. Müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber haben wir gleich schon wieder ready. Wenn wir Batterie hätten, wären die schon wieder so schnell ready. Na gut, schnell relativ, ich meine, man hätte schnell ready, aber man müsste ein bisschen die Kämpfe hinauszögern. Das macht man nämlich immer so, wenn man so ein Ding hat. Und wieder eine Bombe. Oh. Killerpussis. Exhibitionistische Killerpussis. Ich weiß nicht mehr, wer es so genannt hat. Irgendjemand hat es letztens so genannt. Passt aber auch irgendwo, exhibitionistische Killerpussis. Ich meine, hallo? Guck mal, was die zeigen, ey, ganz ehrlich. Oh, Health up. Schön. Ist ein Itemraum. Den haben wir auch noch ganz, hab ich ganz vergessen, dass wir einen Raum noch haben. Wir haben mittlerweile so schöne Stats gekriegt. Einen Raum eigentlich egal, aber ich gehe trotzdem gerne rein. Mal Unicorn, ja okay, ich habe gesagt, einem Raum ist egal, ist es auch wirklich, ganz ehrlich, komm. Was wir hier mittlerweile haben, ist schon ein ziemlich geiles Setup. Wobei es noch geiler wäre mit der Batterie, aber man kann ja da nicht alles haben, ne? Wenn man alles haben könnte, ich meine, dann hätte ich hier schon irgendwie Massacre. Keine Ahnung, so viel. Okay, wollen wir checken. Die Explosion müsste eigentlich bis dahin gereicht haben. Weiß nicht genau, aber wenn es nicht, dann Pech. Ich muss schnell die Dinger hier kaputt kriegen. Okay, und auf geht's nach. Oh, habt ihr jetzt nicht gehört? Yeah.
Kommt weiter so mal. Komm weiter schön raus. Würde mich freuen. Easy. Dann kriegen wir. Wow, 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 wow. Was lachst du denn so? Du hast mich nicht mal getroffen, du Manus. Wo bist du? Lunch. Oh, guckt euch unser Leben an, ey. Oh, oh. Das kann aber schnell weg werden. Also hier unten kann es wirklich sehr schnell weg sein. Wir gehen direkt zum Mom, oder? Also, ja, warum nicht? Und natürlich ist das der falsche Weg. Aber wo soll ich das wissen, ganz ehrlich? Das kann ich nicht wissen. Ohne vorher drin gewesen zu sein. Aber sonst hält uns ja nicht viel hier, also außer Mom. Wir müssen ja Mom, na gut, ist ja nicht direkt Mom schon. Das ist erstmal ein anderer Gegner. Komm, 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 komm. Und Pillbottle ready. Und speed up. Oh, ich will mitnehmen. Speed up. Schön. Das ist eine Pille. Das ist aber Explosive Diarrhea, glaube ich. Das wollen wir nicht mitnehmen. Brauchen wir nicht. Aber langsam mal wieder hoch. Ja, wir können jetzt gleich hier hoch. Gut. Der einfach mal keine Chance hat gegen uns, Larry Jr. Mal alles komplett überschauern mit meinen Tränen. Schluck meine Tränen! Oh, fast. Da können wir nur andersweit austricksen. Und zwar so. Einzige Möglichkeit, wie man die austricksen kann, würde ich mal sagen. Wenn man nicht irgendwie ein spezielles Item hat oder so. Den gerade ausgewichen bin, ey. Hammerhart. Geschafft. Und jetzt kommt Boss. Bitte Skolex, bitte Skolex. Skolex! Ah, du bist so tot. Schieß doch. Kein Schiss vor dir. Was sollte der Scheiß denn? Wolltest du mich gerade verarschen oder was, Kollege? Belt. Und jetzt kann ich mal wirklich nochmal einen Pack mit dem Teufel drüber nachdenken. Also. Book of Seven Sins. Ah, ich bin gerade richtig gewählt, mir das zu holen, aber irgendwo auch nicht. Komm, scheiß drauf. Wir brauchen das jetzt nicht. Wir schaffen das ohne. Wir sind Männer. Männer schaffen das. Gehen wir erstmal runter. Da wurde ich jetzt getroffen, da konnte ich nichts für. Aber da muss man mal getroffen werden, ganz ehrlich. Trotzdem sieht das wirklich nach einem sehr guten Run aus. Wenn wir jetzt nicht irgendwie was komplett failen, dann können wir noch gewinnen. Oh, ey, mitnehmen! Ja, das sieht nach einem sehr guten Run aus. Guckt euch unser Leben an. Wenn wir sterben, dann sterben wir trotzdem mit so viel Leben. Und mit all unseren Items. Aber One-Up haben. Okay, hat sich nicht wirklich gelohnt. Locky! Das ist Locky! Ist süß! Ist echt süß! Und tschüss, Locky! Schönen Dank, dass du mir den Solar noch da gelassen hast! Und. Hoffentlich haben wir das gehört!
schlimmsten Gegner einfach. Also ich hau dich jetzt um! Das ist ja Kane eigentlich, egal. Ah, die Augen. Kriegen wir. Toll, ich laufe nur direkt da rein, ey. Komm, haben wir. Kann nichts mehr machen. Wir haben sozusagen zwei Leben. Zwei extra Leben halt jetzt. Und win! Win! Sorry, ich freue mich gerade wieder. Endlich mal mit Kane durchgeschafft. Alter, das war so ein Luck Run. Alles hat das nur mit zu tun, dass wir einfach nochmal neu gestartet haben. Und was bekommen wir? The Nail, genau, das kennt ihr mich auch schon von. Hat Mr. Tittinger mir von erzählt. Okay. Ja, dann sage ich mal erstmal schon mal Danke. Das war The Binding of Isaac mit Kane. Und zwar ein easy Boss Run. Ist gar nicht so lange eigentlich. Wir haben uns eigentlich richtig durchgekloppt eigentlich. War schön. War richtig schön. Echt mal, war richtig geil. Larry Junior? Ja, Larry Junior. Todes. Wieder mal die Endcredits und gleich gucken wir mal, was wir für Items bekommen haben. Das war jetzt mein dritter Momkill. Schön. Und Isaac! Das war aber Kane. Kane, willst du mich verarschen? The Back of Money has appeared in the basement, okay? The Nail has appeared in the basement. Das war's. Gut. Und statsmäßig her, mal gucken. Wir haben mit 74 Items. 27 Secrets und 3 Endings. Das war jetzt der dritte Run. Nächste Run müssen wir definitiv mit Judas machen, Isaac machen. Wir müssen jetzt noch wirklich nur mit Isaac durchzocken. Wenn wir Isaac haben, dann kann ich mit Judas immer noch zocken oder mit Maggie oder sowas. Weil ich finde, Judas und Maggie sind geiler. Aber Kane war jetzt auch nicht schlecht, muss man mal echt sagen. Also, kleiner Kane, du warst richtig gut. Muss man echt mal sagen. Aber sonst noch was Schönes, Collection. Mittlerweile haben wir ganz schon viele Items aufgesammelt, also wirklich viele Items. Aber da geht noch ein bisschen mehr, würde ich mal sagen. Oder? Auf jeden Fall. Ich sag auf jeden Fall bis nächstes Mal und bis nächstes Mal, das sag ich ja nie. Ich sag mal bis dahin.